Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Patientenakademie begrüßen. Ich möchte heute berichten über Hüft- und Knieendoprothetik in besonderen Fällen und möchte die Möglichkeiten der modernen Endoprothetik aufzeigen. Wieso muss man überhaupt Kunstgelenke einbauen? Wieso ist das nötig? Warum halten die eigenen Gelenke nicht das ganze Leben? Ist das nur ein Verschleiß, wie man es auch aus der Mechanik kennt, wie zum Beispiel bei diesem Schuh, der einfach abgelaufen ist? Ist das bei unseren Gelenken auch so? Das ist die Frage. Oder gibt es andere Mechanismen? Der Gelenkverschleiß zeigt sich vor allen Dingen in den Knorpelschäden. Ganz oben links sehen Sie eine ganz glatte Fläche, einen normalen Knorpel. Dann oberflächliche Schäden, tiefe Schäden, ein Knorpelgeschwür und dann unten die Knochenglatze, also das völlig zerstörte Gelenk. Ist das alles nur Mechanik? Das ist die große Frage. Es ist etwas anders. Der Knorpel altert. Das ist ein biologischer Prozess. Das ist kein rein mechanischer Prozess. Ein Finanzbeamter kann genauso gut einen Schaden erleiden wie ein schwer arbeitender Mechaniker. Das ist nicht unbedingt der Grund. Es ist mehr die Biologie, die eine Rolle spielt. Das weiß man heute viel mehr. Und was passiert dabei? Das Fasergerüst wird im Alter immer brüchiger. Es kann weniger Wasser binden. Die Gelenkknorpelzellen sind nicht mehr teilungsfähig. Und das führt dazu, dass der Knorpel erweicht, Risse bekommt, immer dünner wird und nach droht dann der Verlust des gesamten Überzyklus, wie wir das eben in den Bildern gesehen haben. So, und wie ist das in der Bevölkerung? Wenn man diese Bevölkerungsstruktur aus dem Statistischen Bundesamt verfolgt, von 1950 bis geschätzt 2060, dann sehen wir, dass der Anteil der Menschen im Rentenalter deutlich ansteigen wird an der Gesamtbevölkerung. Das heißt, es werden immer mehr Menschen davon betroffen sein. Das ist statistisch ganz klar und das wissen wir auch alle. Und wir werden heute älter. Das ist so. Und es gibt diesen schönen Spruch, 72 ist das neue 30. Das ist begründet auf der Tatsache, dass ein Mensch, der heute 72 Jahre alt ist, die gleiche Lebenserwartung hat wie ein 30-Jähriger in der vorindustriellen Zeit. Und insofern ist es ja kein Wunder, dass wir immer mehr ältere Menschen haben. Und wir werden eigentlich älter, als unsere Gelenke das von Natur aus vorgesehen haben. Vor jeder Prothesenimplantation muss geprüft werden. Sind die konservativen Therapien wirklich ausgeschöpft? Ganz klar. Nicht voreilig handeln. Dann ist das Gelenk wirklich zerstört. Stimmt das alles? Dann passen die Beschwerden zu der Gelenkzerstörung oder ist ein anderes Gelenk noch dabei, was auch Beschwerden macht? Zum Beispiel ausstrahlende Rückenschmerzen im Bereich der Hüfte. Und ist die Implantation noch verschiebbar? Hat man noch Zeit? Welche Kriterien legen wir an für die Prothesenimplantation? Das ist so, dass dass man Belastungsschmerzen hat, Ruheschmerzen, Bewegungseinschränkungen. Und dann gibt es allerdings auch die Einschränkung der gewohnten Lebensweise, die für viele entscheidend ist. Ja, also manche sagen, ich kann mein Hobby nicht mehr ausführen, andere sagen, ich kann nicht mehr arbeiten, andere befürchten eine Aufgabe der Selbstständigkeit. Und das ist eine große Spannbreite und die Einschätzung und das Empfinden ist ja sehr subjektiv. Ich habe mal hier ein Beispiel. Wenn Sie mal schauen, da ist ein Kniegelenk von einem 62-Jährigen mit einer beginnenden Arthrose. Das ist noch nicht ganz so schlimm, aber beginnt, stört ihn. Er droht, seinen Meistertitel im Seniorentennis zu verlieren. Und sagte mir dann, Bause, ich habe gehört, Sie machen das ganz gut, bauen Sie mir eine Knieprothese ein, damit ich diesen Titel behalte. Sonst hat er eigentlich keine Probleme. Das habe ich natürlich komplett abgelehnt. Das ist keine Indikation. Und verglichen damit, diese Dame mit dem zerstörten Hüftgelenk, sogar noch 3 Jahre jünger, die das einzige Ziel hat, in ihrer eigenen Wohnung leben zu bleiben. Ja, das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und sie hat noch ganz viele andere Probleme an der Halswirbelsäule, an der Schulter, an den Händen, Füßen und die Knieprothesen schon ersetzt. Also, ich will damit sagen, jeder Mensch hat unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an die Endoprothetik. Das muss man auch berücksichtigen. So, und wenn eben keine konservativen Möglichkeiten mehr bleiben, dann bleibt nur der Ersatz des Kniegelenkes. Hier mal so typische Röntgenbilder einer Kurzschaftprothese, einer normalen Hüftprothese und einer Knieoberflächenersatzprothese. Wie viele Prothesen werden eingebaut? Es gibt seit 2012 das deutsche Endoprothesenregister, in dem zunehmend die Prothesenimplantationen erfasst werden in ganz Deutschland
und damit ein Überblick geschaffen wird, auch über gute Ergebnisse und vielleicht nicht so gute, sodass man dann die Prothesen entsprechend anpassen kann oder das Operationsverfahren. Das ist unter EPRD. Und die haben im Jahresbericht 2020 diese Zahlen veröffentlicht. Also 315.000 Hüft- und Knieprothesen-Eingriffe, das sind die Wechsel auch einberechnet, also nicht nur die Primärimplantation, auch die Wechsel sind dort erfasst. Das sind sehr viele, aber eben noch nicht alle. Und die schätzen eben, dass in Deutschland 450.000 Knie- und Hüftprothesen Wechsel und Neuanbauten stattfinden. Das ist schon eine ganz gewaltige Zahl. Und die meisten dieser Patienten haben eine sogenannte primäre Arthrose, also ein Verschleiß, der eigentlich kein Verschleiß ist, wie ich das am Anfang dargestellt habe, sondern ein biologischer Alterungsprozess. Es gibt darüber hinaus aber viele Umstände, die dazu führen, dass ein Gelenk schneller verschleißt. Andere Ursachen als die reine Arthrose. Und darüber möchte ich heute sprechen. Gelenkzerstörungen können eben schneller und gravierender ablaufen als bei einfacher degenerativer Arthrose. Und diese Umstände erfordern häufig besondere endoprothetische Versorgungen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und diese bestimmten Umstände sind rheumatische Gelenkerkrankungen. Das ist die Osteoporose, also der Knochenschwund, die Knochennekrose, also Absterben von Knochenanteilen. Das sind Brüche. Das sind sehr steife und bewegungseingeschränkte Gelenke. Das sind Gelenke, die instabil sind. Gelenke nach bakteriellen Entzündungen. Dann Deformitäten und Fehlstellungen und Defekte. Also alles das, was über die normale Arthrose hinausgeht und besondere Schwierigkeiten bereiten kann. Ich fange mit den rheumatischen Erkrankungen an. Was ist Rheuma? Ich möchte mich hier beschränken auf die entzündlich-rheumatischen Gelenkerkrankungen und nicht auf die degenerativen. Und diese entzündlich-rheumatischen Gelenkerkrankungen betreffen ungefähr 2-3% der Bevölkerung. Es gibt über 300 Krankheitsbilder und die häufigsten Erkrankungen dabei sind die Rheumatoide Arthritis, dann die Psoriasis Arthritis, die Schuppenflechte Arthritis und der Morbus Bechterew, die ankylosierende Spondylitis, als Morbus Bechterew besser bekannt. Und dann gibt es einige, oft sehr schwerwiegend verlaufende, aber seltenere Formen. Das sind die Vaskulitiden und die Kollagenosen, die das Bindegewebe bzw. die Gefäße betreffen. Das sind relativ seltene Erkrankungen, aber sie können halt sehr schwer verlaufen. Alle diese Erkrankungen sind Autoimmunerkrankungen, also Probleme des Immunsystems. Keine Verschleißerkrankung, Immunsystem ist geschädigt. Der Körper greift quasi seine eigene Gelenkinnenhaut und seinen eigenen Knorpel an. Das so als pauschal als Ursache genannt. Und der Therapieansatz ist deswegen Immunsuppression. Die Therapie ist erstmal keine Operation, sondern erstmal der Versuch, diese fehlgelaufene Immunreaktion zu unterdrücken. Und da hat es in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte gegeben. Und noch ein Punkt hierzu, es sind nicht nur Knie und Hüfte betroffen, wie bei den Arthrosen überwiegend, sondern auch alle anderen Gelenke, an der Schulter, am Ellenbogen, das Sprunggelenk und auch die Zehengelenke und vor allen Dingen auch in der Hand und die Fingergelenke. Es ist also eine Systemerkrankung, die viele Gelenke betrifft. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eben nicht nur Knie und Hüfte in der Abteilung versorgen, sondern auch eben die ganzen anderen Gelenke. Aber darauf einzugehen wäre heute viel zu aufwendig. Ich beschränke mich heute auf Knie und Hüfte. So, die Rheumatoide Arthritis ist eine chronische Systemerkrankung. Sie ist gut therapierbar, das ist klar, aber sie ist noch nicht heilbar. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine frühe Diagnosestellung haben und eine adäquate medikamentöse Therapie. Und dazu kommen die konservativen und operativ-orthopädischen Therapien. Die Medikation, ich habe es hier nur mal aufgezählt. Sie brauchen nicht im Detail hinzuschauen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, wie viele es davon inzwischen gibt. Und das sind noch lange nicht alle, die Sie hier sehen. Das sind sehr, sehr potente Mittel, die das Immunsystem beeinflussen können. Und das erste Mittel war 1948 das Cortison mit allen seinen Wirkungen und Nebenwirkungen, wie sie heute bekannt sind. Dann gab es die klassischen Basistherapeutika. Das bekannte ist das Methotrexat. Das werden alle Rheumatiker irgendwo erkennen. Dann kam Anfang der 2000er die Biologika-Ära und dann gibt es
zielgerichtete synthetische Basistherapeutika, die dazugekommen sind. Das sind alles sehr potente, sehr wirksame, aber auch sehr teure Medikamente. Aber die haben das Leben der Rheumatiker heute massiv verbessert. Wie behandelt man Rheuma? Ich habe schon gerade von den Medikamenten gesprochen. Wir haben in unserer Klinik mehrere Abteilungen. Das ist einmal die internistische Rheumatologie von Professor Hammer, ja, die sich darum kümmert, um die medikamentöse Therapie, genau wie Dr. Winschall in der Kinder- und Jugendrheumatologie. Und ich bin immer Leiter der orthopädischen Rheumatologie, die dann die konservativen orthopädischen Maßnahmen begleiten und die entsprechenden Operationen. Aber darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele andere Menschen, die daran tätig sind. Das sind, ist die Physiotherapie, die Ergotherapie, Orthopädie-Schuhmacher, Orthopädietechnik, die balneophysikalische Therapie, dann die Schmerztherapie, psychologische Therapie, Sozialdienst, Rehabilitation und verschiedene Fachärzte aus anderen Bereichen, die wegen der Nebenerkrankungen der Rheuma-Patienten hinzugezogen werden müssen. Und auch Patientenvereinigungen wie die Rheuma-Liga. Also die Rheuma-Behandlung ist ganz, ganz komplex. Ganz viele Menschen wirken daran mit. Und das ist auch gut so, denn man muss dieses komplexe System auch von vielen Seiten angehen. Und wir sind hier im Sennenhaus in der glücklichen Lage, das eben alles vor Ort anbieten zu können. So, die Realität ist folgendes. Es gibt zu wenig Rheumatologen. Rheuma wird oft zu spät erkannt. Und auch die modernen Medikamente helfen nicht jedem und nicht an jedem Gelenk, sodass es weiterhin Gelenkzerstörungen gibt. Und das ist das Feld eben, bei dem wir noch eingreifen müssen und haben auch einige Patienten auch Angst vor den Nebenwirkungen und nehmen die Medikamente nicht so, wie sie sie vielleicht nehmen könnten. Ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, es gibt die Deutsche Rheuma-Liga. Für die Patienten, die sich nicht so gut informiert fühlen, die Rheuma-Liga ist die größte Patientenvereinigung in ganz Deutschland und sie bietet wirklich sehr, sehr gute Hilfe für diese betroffenen Menschen und man kann das im Internet sehr gut einsehen und bekommt dort sehr, sehr viel Hilfe. Befall vieler Gelenke, habe ich gesagt. Also nicht nur Knie und Hüfte, da habe ich schon darauf hingewiesen. Wir haben auch Ersatz am Ellenbogengelenk, hier an der Schulter, am Handgelenk, an den Fingergrundgelenken, an den Fingermittelgelenken und auch am Sprunggelenk. Ja. Und gerade bei diesen komplexen Erkrankungen mit multiplem Gelenkbefall ist es wichtig, dass man natürlich überlegt, welches Gelenk ist jetzt das Wichtigste, welches muss man zuerst versorgen. Oder muss man manche gar nicht versorgen und deswegen braucht man eben eine Abteilung, die eben alle diese endoprotein Versorgungen an allen Gelenken leisten kann. Und da sind wir auch froh darüber, dass wir das hier anbieten können. Es geht darum, die richtige Indikation zu stellen, die Reihenfolge der Operationen festzulegen, die konservativen Therapieoptionen auszuloten und dann auch das perioperative Management der Grundkrankheit zu berücksichtigen, denn diese Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen, können Probleme um die Operation herum bereiten und da muss man wissen, wie man damit umgeht. So, jetzt komme ich zu den Besonderheiten. Bisher war das alles so eine Einführung, damit man weiß, wovon wir reden, wenn wir von rheumatischen Krankheiten sprechen. Rheuma besonderes Alter. Rheuma betrifft nicht nur Erwachsene. Ich hatte gerade schon Dr. Winschall erwähnt. Das betrifft auch Kinder. Auch Kinder leiden an dieser Krankheit und wir haben eine eigene Abteilung für Kinder- und Jugendrheumatologie, die sich darum kümmert. Und es geht vor allen Dingen um die juvenile idiopathische Arthritis und jedes Jahr erkranken rund 1200 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in unserem Land. Und dafür gibt es eben auch die Rheuma-Liga, wo man sich Informationen holen kann. Und wir sind leider immer noch gezwungen, in einzelnen Fällen diese ganz jungen Menschen mit Endoprothesen zu versorgen, wenn diese Medikamente das nicht aufgehalten haben oder wenn die Medikamente nicht gegeben wurden. Ja, und hier ist die Abteilung bei uns. Und hier sehen Sie mal unser Operationsaufkommen. Von den 1700 Operationen im Jahr, die wir allein in der Rheuma-Orthopädie durchführen, sind nur 10 bis 20 Jugendliche unter 18 Jahren. Ja, also das ist doch recht selten, aber es gibt es immer noch und darauf möchte ich auch eingehen. Das machen nur ganz wenige Kliniken. Hier ein Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist. Vor einer 16-jährige rollstuhlpflichtig, schmerzhafte, fast steife Hüfte und die habe ich vor 15 Jahren versorgt. Man macht sich natürlich Gedanken, darf man einem so jungen Menschen eine Endoprothese einbauen? Ja, und natürlich war das so, sie war eben schmerzhaft, sie war versteift.
Wir haben das damals lange mit den Eltern besprochen und mit ihr, aber es gab keine Alternative dazu. Vor allen Dingen drohte damals die andere Seite auch schon Probleme zu machen, die war auch schon schmerzhaft. Aber die linke Seite war nun führend, man sieht auch hier, der Gelenkspalt völlig aufgehoben, es war schon fast steif. Und wir haben sie dann versorgt und haben auch die Nachkontrollen durchgeführt, das war alles gut. Nach 5 Jahren bekam ich dann Post, danke für das neue Leben. Da war sie 21 und jetzt, viele Jahre später, also weitere 10 Jahre später, ich hüpfte weiter gut. Und die andere Seite, die damals auch schon vor der Versorgung stand, konnte durch die neuen Medikamente vor weiterem Schaden bewahrt werden und ist heute noch so, dass sie damit zurechtkommt. Also man sieht, wie wichtig diese neuen Therapien sind und wie wichtig auch es ist, dass man eben dann das auch durchführt, wenn es einfach notwendig ist. Denn da kann man die Augen ja nicht verschließen im Alter, das muss man einfach machen. Und die Jüngste, die wir bisher versorgt haben, ist jetzt 14. Viel weiter runter kann man schlecht gehen, weil natürlich darunter die Wachstumsfugen noch nicht geschlossen sind. Da sind wir zumindest in Deutschland der Meinung, dass man das noch nicht machen sollte. Was ist das Problem dabei? Wenn man früh anfängt, Prothesen zu implantieren und sagt, naja, so 15 Jahre als Durchschnitt mal angenommen als Standzeit, das variiert stark, das kann kürzer sein, das kann auch sehr viel länger sein, es kann auch sein, dass nie was gewechselt werden muss, das weiß man im Einzelfall nicht, das sind statistische Werte. Aber wenn man einfach mal annimmt, 15 Jahre, einfach nur als Rechenbeispiel, dann weiß man, dann ist da ein Wechsel, dann ist da ein Wechsel, dann ist da ein Wechsel, also es sind mehrere Wechsel erforderlich. Und da muss man sich natürlich von vornherein Gedanken machen, wie versorgt man diese jungen Menschen, damit diese Prothesen a. lange halten und b. auch, dass man noch genug Knochen hat, um sie auch zu ersetzen, ja, wenn dann hinter ein Wechsel ansteht. Und ich habe schon gesagt, wann kann man das machen? Nur bei abgeschlossenem Wachstum, bei schweren Gelenkzerstörungen mit starken Beschwerden. Wenn jede konservative Möglichkeit genutzt worden ist und nur die besten Prothesen sind gerade gut genug, und nur sehr erfahrene Operateure sollten diese Eingriffe bei so jungen Menschen durchführen. Das ist ein Bild aus den 80er Jahren. Das war eine Hüftprothese, wie ich sie gerade noch erlebt habe. Ich habe 1987 meine erste Hüfte eingebaut, da gab es sie gerade noch auf dem Markt, heute schon seit langem nicht mehr. Und dann so 20 Jahre später sahen die Prothesen schon so aus, etwa im gleichen Maßstab, also viel kleiner, viel zarter, zierlicher. Die Keramik war aus, die Köpfe und die Indien aus Keramik und nicht mal aus Metall und Polyethylen wie dort und viel, viel kleiner. Fordern also viel weniger Knochen zur Verankerung. Und das ist natürlich unser Ziel, dass wir mit solchen Prothesen arbeiten, gerade bei den jungen Menschen, um eben bei weiteren Wechseloperationen noch die Möglichkeiten zu haben. Und damit haben wir schon vor 25 Jahren angefangen. Das war damals die sogenannte Druckscheibenprothese, die es heute auch nicht mehr auf dem Markt gibt. Ja, die hat ein besonderes Verankerungsprinzip. Dann die Mayo-Prothese aus der USA, der erste wirklich bekannte Kurzschaft hier, ja, vor 25 Jahren. Das sind alles Modelle, die es heute so nicht mehr gibt, aber das waren eben die primären, die das leisten konnten, mit wenig Knochenverlust auszukommen. Und bei den Rheuma-Hüften gibt es ganz, ganz viele verschiedene Typen der Zerstörung. Hier sehen Sie diese Arthrose, diese postarthritische Arthrose, das kommt der Arthrose am nächsten. Es gibt aber auch den Knochen, das Absterben des Knochens, den Bruch, dann die Fehlstellung, das Einwandern ins Becken oder auch die völlige Verknöcherung. Bei diesen primär arthritischen Fällen, die dann wie eine Arthrose aussehen, kann man am besten diese Kurzschaftprothese einbauen. Hier mal ein Beispiel. Bei der ersten durchschnittlich 19 Jahre, bei der ersten war sie 18, bei der zweiten knapp 20 Jahre alt. Mit diesen Kurzschaftprothesen, man sieht, der Schenkelatz bleibt zum Teil bestehen und es wird nur wenig Knochen verdrängt durch die Prothese. Und wir haben seit 2005 über 300 Kurzschaftprothesen bei juvenilen Rheumatikern, bei jungen Rheumatikern in der Langzeitbeobachtung und sehen, dass das ganz gut funktioniert. Es gibt natürlich auch viel größere Zerstörungen wie hier. Wenn der ganze Kopf eingeschmolzen ist, wenn das Becken eingebrochen ist, dann muss man natürlich hier wieder Knochen aufbauen, besondere Prothesen nehmen. Und bei dieser Osteoporose haben wir den Schaft hier zementiert. Das geht natürlich dann nicht. Deswegen, so lange sollte man gar nicht warten, dass es so weit kommt, dass man diese größeren Prothesen braucht. Besondere Größe. Der größte Mensch, der zurzeit lebt, ist 2,51 Meter. Der kleinste ist knapp 55 cm groß. Da liegen natürlich große Unterschiede und solche Unterschiede haben wir auch nicht in dem Extremmaße, aber zwischen 1,3 Meter und 2,5 Meter hat sich das bei uns auch bewegt
Und dann ist es so, dass man in diesen Grenzbereichen nicht immer mit den Standardprothesen hinkommt, die es auf dem Markt gibt. Hier mal ein Beispiel, wenn man Röntgenbild sieht. Die Röntgenbilder sind heute alle digital. Und bei den digitalen Bildern sind die natürlich alle gleich groß auf dem Monitor. Früher bei den Folien sah man gleich, das ist klein, das ist groß. Man muss da sehr aufpassen. Deswegen wird immer eine Kugel mitgeröntgt, die 3 cm groß ist. Und dann kann man Referenzen bilden. Und man sieht, diese 3 cm sind bei dem Knie so viel und bei dem Knie nur so viel. Ja, also man muss da aufpassen. Wenn man sehr kleine, sehr große Menschen hat, muss man vorher schauen, passt das? Das können wir heute alles am Computer vorher ausmessen. Und hier mal so ein Beispiel, wo es gerade noch ging. Ja, das sind die kleinsten Prothesen, die es am Markt gibt. Von diesen Größen, die reichten gerade aus bei dieser schweren rheumatischen Zerstörung, um das zu versorgen. Das geht nicht immer. Ich habe eben schon gesagt, 1,3 Meter groß, das war diese Patientin. Ja, sie hat inzwischen 2 Hüft- und 2 Knieprothesen. Und wenn man hier das Modell der Prothese sieht, die man eingebaut hat, die wir eingebaut haben, und vergleichen mit der Prothese, wie sie normal groß ist, dann sieht man einen riesen Unterschied. Und ich habe hier mal 1 Euro daneben gelegt, dann sieht man die Größenverhältnisse. Aber immerhin kann man damit die Gehfähigkeit erhalten. Und das ist natürlich ein großer Segen, nur sind solche Versorgungen sehr, sehr teuer. Ja, das kostet ungefähr das 5-fache einer normalen Prothese, wenn nicht mehr. Die muss speziell hergestellt werden. Und dieses gedruckt ist übrigens ein lasergedrucktes Modell, das geht heute alles, man kann die entsprechend im Laser drucken mit sehr guter Qualität. Hier mal ein Beispiel zu groß, dieser war nur 1,98, ja, und da war diese Prothese, gab es nicht auf dem Markt, die haben wir herstellen lassen, damit das alles schön passte, und die zweite Seite ist inzwischen auch so versorgt. Besondere Form. Man sieht hier, das ist keine normale Hüfte, da ist das Becken zerstört, der Kopf ist eingewandert und der Oberschenkel hat eine besondere Form und die war auch so klein, dass die normalen Prothesen nicht passten, dann kann man sowas herstellen lassen. So sieht dann eine Planung aus, so sieht die Prothese aus, die ist hier beschichtet, die ist an die Form des Oberschenkels angepasst und kann entsprechend eingesetzt werden. Oder wenn besondere Fehlstellungen vorliegen, kann man auch die Form der Prothese daran anpassen und dann eben damit eben diese normale Anatomie der Hüfte wieder in gewissen Rahmen wiederherstellen. Denn die Hüften brauchen ja zur Bewegung Muskelkraft und Muskelzug und dieser Muskelzug muss auch in einem gewissen Umfang vorhanden sein und in einer gewissen Stellung. Und das geht eben nur, wenn man eben dieses Drehzentrum und die Stellung des Oberschenkels zur Hüfte entsprechend wiederherstellt. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, wo etwas besonders ist bei der Endoprothetik, das ist die Osteoporose. Man muss wissen, genau wie bei der Arthrose, das kein reiner Verschleiß ist, muss man auch sagen, dass der Knochen kein starrer Kalk ist. Der Knochen ist lebendes Gewebe, der Knochen hat Zellen, der wird ständig um- und aufgebaut und abgebaut. Und wenn der Abbau größer ist als der Anbau, bildet sich eine Osteoporose, ein Knochenschwund. Das ist eine häufige Erkrankung des Alters, besonders Frauen sind betroffen. Man sagt es ungefähr 30% aller Frauen im Rentenalter. Und es ist aber auch Folge von Inaktivität und bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel das Cortison, das die Rheumatiker natürlich relativ häufig bekommen. Und der Knochen ist dann weniger tragfähig und es besteht auch eine Frakturgefahr. Hier mal ein Beispiel, Osteoporose, ein Bild aufgenommen, dazwischen liegen nur 14 Tage. Mit Schmerzen in der Hüfte. Man sieht noch gar nichts. Man sieht nur, ja gut, ist ein bisschen Durchscheinen, da ist Osteoporose da. Man sieht aber nichts weiter. Und 14 Tage später, dieses Röntgenbild, es gab kein Trauma dazwischen, einfach nur normale Belastung. Die Dame dachte, sie hätte einen Rheumaschub. Da war der Knochen gebrochen, von selbst, ohne Unfall. Man sieht also, wie weich der Knochen werden kann. Und das muss man nur wissen. Wenn man da natürlich die Prothese einbaut, ist es auch nicht so einfach, als wenn man einen normalen Knochen hat. Hier nochmal ein anderes Beispiel, hier die Osteoporose, man sieht, wie das durchscheinend ist, hier der schwer zerstörte Kopf schon. Und deswegen ist wichtig, meine Knochendichtemessung durchführen zu lassen, denn man kann Osteoporose gut behandeln und das sollte man auch tun. Nur man muss wissen, dass man sie hat. Ja, und deswegen ist es wichtig, das zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir hatten dazu übrigens oder haben jedes Jahr dazu auch eine eigene Patientenakademie zum Thema Osteoporose. Und zur Behandlung, da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, nur auf die Folgen. So, was ist das Problem bei Osteoporose? Die Verklemmung von zementfreien Implantaten ist nicht so sicher wie bei gutem Knochen.
Das ist, kann man sich gut vorstellen. Ja. Und dann ist es so, dass eventuell eine längere Entlastung notwendig ist, bis der Knochen einheilt. Denn alle zementfreien Prothesen, die wir einbauen, sind erstmal primär nur verklemmt. Die sind in dem Knochen verklemmt, ob es nun Schaft oder Pfanne ist. Und erst dadurch, dass der Knochen in die feine geriffelte Oberfläche der Prothesen einwächst, werden sie richtig fest. Und in dieser Verklemmungsphase dürfen sie nicht überbelastet werden. Und das ist natürlich bei Osteoporose so, dass da natürlich die Verklemmung nicht so gut gelingen kann und dass man da etwas konservativer sein muss in der Nachbehandlung. Man muss eventuell größere Prothesen nehmen mit mehr Kontaktfläche, dann hat man bessere Verklemmung, oder man muss eventuell zementieren. Das ist die sicherste Methode dann. Das machen wir aber nur bei Älteren, wo die Osteoporose wirklich so ausgeprägt ist, dass wir keine andere Möglichkeit haben. Frakturen und Frakturfolgen. Hier mal ein Beispiel, sicherlich ein Extrembeispiel, ist ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der 3 Jahre lang mit dieser Hüftfraktur rumgelaufen ist, weil sie in Äthiopien keiner versorgt hat und auch sonst keiner versorgen wollte. Ja, man kann, wenn der Oberschenkel so hochgetreten ist, kann man die natürlich wieder nach unten ziehen und hier die Prothese einbauen. Man darf allerdings, muss man aufpassen, weil wenn man das da übertreibt, also über 3 Zentimeter auf einmal, dass der Ischiasnerv dann zu viel gedehnt wird und das zu Lähmungen kommen kann. Muss man es eventuell etappenweise machen. Ja, aber auch das geht. Auch solche besonderen Fälle kann man versorgen. In Deutschland sicherlich sehr selten. Aber wir sehen auch häufig bei Rheumatikern Frakturen, die nicht erkannt sind. Ja, wo die Patienten denken, das ist ein Rheumaschub, das ist eben die Folge der Erkrankung, dass da ein Bruch hintersteht, wird nicht immer erkannt und ist dann natürlich schwer zu versorgen, wenn das so weit gekommen ist. Andere Beispiele. Auch kleinwüchsig hier in einer unfallchirurgischen Klinik versorgt mit Platte, ist gut verheilt, aber darüber ist die Hüfte zerstört, das Knie ist zerstört, das Sprunggelenk ist zerstört. Ja. So, was macht man? Das Knie hat sich am meisten gestört. Wir haben mit der Knieprothese angefangen. Man kann natürlich keine Knieprothese einbauen, wenn so eine Platte da drin ist. Jetzt sagt man natürlich, man kann natürlich die Platte gleich rausbauen und gleich die Prothese einbauen. Nun muss man wissen, bei diesen Umständen war es hier natürlich auch eine gewisse Schwächung des Knochens. Deswegen haben wir erstmal nur die Platte entfernt und haben das ein bisschen wieder sich verfestigen lassen. Und zum anderen muss man wissen, dass diese Implantate in einigen Fällen im 2-stelligen Prozentbereich eine bakterielle Besiedlung aufweisen, sodass man möglichst die Implantate vorher entfernt, bevor man eine Prothese einbaut. Und hier ist das dann geschehen, auch hier mit dieser besonderen Prothese, die auch die Bandführung nicht braucht und dann hinterher die Hüftprothese darüber. Anderer Fall, Oberschenkelfraktur mit vielfachen Operationen in einer großen, hier von hier weit entfernten deutschen Universitätsklinik. Mit viel Mühe konnte man die Fraktur halten. Es wurde dann aber auch gesagt, es ist nicht fest geworden. Und wir haben uns der Sache angenommen, haben dann erstmal das ganze Material, was von außen zu greifen war, entfernt, haben Abstriche genommen, haben festgestellt, dass keine Bakterien vorlagen. Wir haben eine histologische Untersuchung gemacht, also eine feingewebliche Untersuchung, wo es dann auch vor sich gezeigt hat, dass auch da keine Hinweise für den Infekt waren und konnten dann diese zementfreie Prothese einbauen. Man sieht allerdings auch, dass sowas sehr, sehr viel aufwendiger ist und auch im deutschen Gesundheitswesen nicht als solches erkannt wird. Das wird zu einer Operation zusammengefasst und etwa so bewertet wie eine normale Prothesenimplantation. Man sieht, man tut sich auch nicht immer einen Gefallen, wenn man diese Spezialfälle versorgt, aber wir meinen, wir sind dafür da und wir stehen auch dazu. Dann Fehlstellungen nach diesen Brüchen. Ja, muss man natürlich sehen, dass man mit der Prothesenimplantation die Beinachse wieder korrigiert. Wenn es sehr aufwendig ist, können wir das auch mit einer Navigation machen, also computergesteuert. Oder man kann auch diesen Knochen vor der Operation erst wieder gerade stellen, bevor man die Prothese einbaut. Das war in diesem Fall aber nicht notwendig, weil es sehr nah am Kniegelenk war. Dann gibt es noch die besondere Form, dass man sich Brüche zuzieht, wenn man schon eine Prothese hat. Wie in diesem Fall. Ja. Ein aktiver Rentner, der sich diesen Sturz zugezogen hat. Und man sieht dann, diese Prothese sitzt noch fest, der Bruch ist direkt da drüber. In diesem Fall habe ich das mit einer Platte versorgt. Das hat natürlich lange gebraucht, bis es verheilt ist. Und man konnte aber damit die Prothese erhalten. Aber er hat lange gebraucht, das ist ganz klar bei diesem Verfahren. Andere Möglichkeit ist, wenn man diesen Bruch hat, ähnlicher Bruch, nur 91 Jahre alt, nur in der eigenen Wohnung mobil,
Die wollte natürlich sofort wieder auftreten, sofort laufen, ihre Mobilität erhalten. In so einem Fall baut man dann eine größere Prothese ein und überbrückt die Fraktur einfach und dann kann man sofort voll belasten. Das würden wir beim jüngeren Menschen natürlich nicht bevorzugen, weil wir dann natürlich schon wieder den Wechsel in ein, zwei oder drei Jahrzehnten im Hinterkopf haben. Dann gibt es auch Brüche oder Stürze, wo durch diese Gewalteinwirkung die Prothese sich lockert, wie in diesem Fall. Da ist diese Prothese gelockert und da muss man sich halt austauschen gegen eine größere Prothese und hier waren so viele, viele kleine andere Fragmente, dass wir noch eine Platte dazu eingebaut haben. Also Besonderheiten, Brüche bei liegender Prothese, ein Problem, was etwa 1-3% aller Prothesenträger in Deutschland betrifft und natürlich mit den wachsenden Implantationszahlen auch ein größeres Problem wird. Kommen wir zur Knochennekrose. Es gibt auch ein Absterben des Hüftkopfes, vor allem des Hüftkopfes, durch eine Minderdurchblutung. Man muss sich das so vorstellen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, also die Blutzufuhr wird unterbrochen, nur dauert das beim Knochen natürlich viel, viel länger. Das dauert Monate, bis der Knochen überhaupt darauf reagiert. Und das nennt sich Hüftkopfnekrose. Man kann versuchen, in diesem frühen Stadium durch ein Anbohren da etwas Vitalität reinzubringen. Man regt das damit an zu Gefäßeinsprossungen und hofft, dass es sich wieder erholt. Das geht allerdings nur in ganz frühen Stadien. In späteren Stadien, so wie hier mal ein sehr rascher Verlauf der Hüftkopfnekrose, innerhalb von wenigen Monaten da noch relativ gut, da schon eingeschmolzen und da quasi völlig weggeschmolzen. Das kann man nur mit Endoprothesen versorgen und da eben wieder die Besonderheit. Man kann sich vorstellen, dass der Knochen dort auch nicht allzu fest ist und da muss man halt da auch auf zementierte Implantate zugreifen, damit man sofort die Stabilität bekommt. Kommen wir zu Fehlbildungen. Es gibt Gelenkschädigung in der Kindheit, die sogenannte Hüftdysplasie, die zum Teil auch vererbbar ist. Das heißt, der Hüftkopf reift nicht ganz aus und verformt sich nach der Geburt. Wichtig ist dabei eine Früherkennung. Seit Mitte der 80er Jahre kann man das im Ultraschall sehr gut erkennen. Deswegen werden alle Säuglinge ja mit dem Ultraschall versorgt, haben Anfang und nachgeschaut, ob alles in Ordnung ist. Wenn man das dann feststellt, kann man das mit entsprechenden breiten Wickeln oder auch Orthesen so behandeln, dass es nicht zur Vollbild der Krankheit kommt. Wenn es aber, und wir haben jetzt die Folgen auch noch derjenigen zu operieren, die eben vor dieser Ära der Ultraschalldiagnostik geboren wurden, die jetzt die Dysplasie noch haben. Und das sind besondere Herausforderungen, wenn man sowas versorgen will. Man kann sich das vorstellen, da ist keine richtige Pfanne, in die man gut was einsetzen kann, sondern da fehlt viel. Ja, das ist sehr flach. Und die Schenkel sind meistens steil gestellt und verdreht. Hier mal so ein Beispiel, dieser hochgetretene Hüftkopf, ja, und dann noch die Verformung hierbei. Auf der Seite kommt man das mit dem Standardschaft versorgen, auf der anderen Seite haben wir wieder einen Schaft herstellen lassen. Man sieht, der sich hier so schön einschmiegt. Das geht alles, ist natürlich sehr aufwendig. Dann anderes Beispiel, auch hier, das ist jetzt meine Rheumatikerin wieder, die gleichzeitig Dysplasie hatte. Auch hier gibt es bei jeder Operation eine Vorplanung und hier war es eben so, dass ein besonderes kleines Implantat noch ausreichte. Hier war keine Sonderprothese erforderlich. Ich möchte jetzt noch auf Fehlstellungen eingehen. Alle kennen X- und O-Beine. Was ist daran jetzt besonders? Wenn man sich das vorstellt, beim X-Bein ist die Belastung außen auf dem Knie, beim O-Bein innen. Wenn man jetzt also die Lastachse darunter rechnet, dann ist es so, wenn man da schon einen Verschleiß hat, kommt natürlich die Belastung blöderweise genau auf den Teil des Gelenkes, der schon verschlissen ist, sodass sich da häufig das rasch fortschreitet. Und wir sehen, dass das bei den X-Beinen in der Regel schneller geht als bei den O-Beinen. So, welche Prothesen kann man dann einbauen? Wir haben verschiedene Formen. Wir haben noch eine mediale Schlittenprothesen nur für einen Teil. Die gibt es auch für die Außenseite des Kniegelenkes. Die gibt es auch isoliert nur für die Kniescheibe und das Gleitlager am Oberschenkel. Dann gibt es die Oberflächenersatzprothesen, die, wie die Namen schon sagen, die Oberfläche ersetzen und eigentlich nur wenig Knochenverlust zeigen. Dann gibt es teilgekoppelte Prothesen, wo die, wenn die Bänder nicht mehr richtig funktionieren, dann muss man die Kraft mehr in der Prothese
die Kraftflüssigkeit des Gelenks in der Prothese herstellen und dafür brauchen die dann Prothesen und hier eine gewisse Art von Kopplung. Die ist hier nur mit so einem Zapfen und dann gibt es hier auch vorgekoppelt wie so einen richtigen Mechanismus. Die sind starr, können noch drehen, aber zur Seite hin sind die völlig in der Prothese fixiert und die brauchen keine Außenbänder mehr. Natürlich kann man sich vorstellen, dass solche Prothesen, die großen hier, viel, viel mehr Knochenverlust bringen als die kleinen, die man da hat. Ja. So, und was ist jetzt das Geheimnis? Man sollte nicht zu lange warten. Wenn man starke Fehlstellungen hat, wie hier, diese O-Beine, ja, wo es hier schon instabil wird, wenn man das 5, 6 Jahre vorher angegangen wäre, hätte man das wahrscheinlich mit kleineren Prothesen versorgen können. Jetzt war es zu spät, da muss man eben diese großen gekoppelten Prothesen nehmen. Also nicht zu spät. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Man darf die Prothesen natürlich nicht zu früh einbauen, das ist klar. Da sollte man konservativ therapieren, da, wenn es eben geht, auch noch. Man sieht aber, je weiter es geht, und da ist es eigentlich schon zu spät. Wenn es so weit gekommen ist, sind diese Oberflächenersatzprothesen, die nur die Oberfläche ersetzen, nicht mehr erfolgversprechend. Da muss man größer werden und diesen Zeitpunkt darf man nicht verpassen. Noch ein weiterer Punkt. Es gibt natürlich Fälle, bei denen es zu einem Gelenkinfekt gekommen ist durch Bakterien, egal welches Gelenk das ist. Hier im Rahmen eines offenen Bruches war später eine Infektion drin, hier nach einer Infektion im Oberschenkel und hier direkt im Hüftgelenk. So, wo ist das Problem? Diese Gelenke sind so zerstört, sie müssten ersetzt werden. Das Problem ist, dass wenn noch Bakterien in dem Situs sind, also noch vorhanden sind, das brauchen nur ganz wenige zu sein, dann kann es passieren, wenn die mit der Prothese in Kontakt kommen, dass sie sich an der Prothese ansiedeln und dann sich vermehren. Und der Körper kann sie da nicht bekämpfen. Das ist also dann der Infekt der Prothese besteht, das Risiko des Protheseninfektes besteht dann. Und da muss man vorher ganz sicher sein, dass dieser Infekt nicht vorliegt. Wie ich schon ansprach, kann man zuerst das Metall entfernen, man kann Punktionen durchführen, auf Bakterien untersuchen, man kann die Laborbefunde hinzuziehen, MRT und Scintigraphie. Also immer wenn ein Infekt vorher bestanden hat, vorher sehr gut aufpassen, der Infekt muss vorher saniert werden und wenn er nicht saniert ist, muss man das vorher tun, bevor man die Prothese einbaut, weil das sonst schief geht. Steife Gelenke. Hier ein völlig versteiftes Hüftgelenk, das ist knöchern komplett durchbaut. Man kann natürlich durch Hüftprothesen einbauen, aber das ist für Operateur und Patienten herausfordernd. Das kann man sich vorstellen. Ein Muskel, der Jahre, vielleicht Jahrzehnte sich nicht mehr bewegt hat, oder ein Gelenk, was sich nicht mehr bewegt hat, ist schwierig wieder in Gang zu bekommen. Wir haben davon jedes Jahr nur wenige Fälle, aber die sind besonders herausfordernd. Dann die steifen Gelenke, wenn die Hüftköpfe quasi ins Becken eingewandert sind, wie hier mit steifen Gelenken. Ich zeige nur mal ein paar Bilder. Dann hier ein Fall, wo sogar dann nach der Versteifung des Kniegelenkes noch ein Bruch entstanden ist. Auch das kann man alles wieder in Bewegung bringen mit entsprechenden Prothesen. Und natürlich ist das keine Rehabilitation, wie Sie sonst kennen, wie das heute so üblich ist. So wenige Tage im Krankenhaus anschließend, bei uns direkt in die Reha rüber und sofort das volle Programm. Das geht natürlich bei diesen Patienten nicht. Das dauert alles viel, viel länger und ist aufwendiger. Hier mal das andere Knie von ihr. Dann hier, man sieht hier in dieser Stellung, war das versteift. Die Muskeln auch seit über 10 Jahren nicht mehr bewegt. Auch das ging wieder. Sie war dann froh, wieder als Lehrerin vor der Klasse stehen zu können. Und aber man sollte natürlich nicht so lange warten, ja, mit diesen Befunden. Instabile Gelenke. Das Gegenteil von steif. Hier sind die Bänder auch hinten komplett gerissen. Das Knie ist überstreckbar. Auch da muss man diese gekoppelten Prothesen nehmen. Das schaffen Oberflächenprothesen nicht, die auf die Bandführung angewiesen sind. Dann noch eine Besonderheit. Immer mehr Menschen leiden auch an Wirbelsäulenproblemen. Häufiger mussten Wirbelsäulenanteile, gerade in der Lendenwirbelsäule, versteift werden. Vor allen Dingen, wenn die Versteifung bis auf das Becken übergreift, ist da natürlich keine Beweglichkeit mehr. Das heißt, wenn dieser Mensch sich setzt, aufrichtet oder sich sonst bewegt, muss diese Bewegung aus den Hüftgelenken herauskommen. Das heißt, die Hüftgelenke müssen viel mehr Bewegung mitmachen, als sie sonst machen müssten, wenn die Wirbelsäule noch mitbeweglich wäre. Und diese Hüftprothesen sind besonders gefährdet, mal herauszuspringen. Vor allen Dingen, wenn es ganz kleine Köpfe sind, wie bei dieser Patientin, wo dann gewechselt werden musste. Und da haben wir den Wechsel gleich auf eine besondere Form der Prothese durchgeführt. Das ist eine Prothese, die
einmal eine Metallhülle hat. In der Metallhülle ist ein hohler Kopf und in diesem Kopf ist nochmal ein Kopf. Und dadurch haben diese Prothesen sehr viel Beweglichkeit und können kaum ausrenken. Ja, also das ist die Lösung dafür, die es auch etwa seit 15 Jahren vermehrt gibt und immer mehr neigen dazu, diese Prothesen auch einzubauen bei Patienten mit Muskelschwäche. Das ist eine Besonderheit, aber gerade eben wichtig bei diesen Wirbelsäulenversteifungen muss man daran denken und eventuell an diesen Prothesentyp auch anpassen. Dann was anderes, hier ein Unfallbild nach Bandverletzung. Hier sieht man noch die Reste von der Kreuzbandplastik. Die Außenbänder waren instabil. Auch da geht nur eine gekoppelte Prothese. Hier mal ein anderes Modell als das, was Sie eben gesehen haben. Kommen wir zu Defekten. Hier ein großes Loch im Knochen, eine sogenannte Zyste. Ja? Da kann man natürlich keine Prothese draufsetzen, das bricht ein. Da muss man eben den Stiel hier länger wählen und dann die Kraftanleitung in den Knochen bringen. Ja, und die Reste kann man dann noch mit Knochen aus den Resektaten auffüllen. Also Zystenbildung gibt es auch an der Hüfte, relativ häufig sogar. Diese Zysten im Becken füllen wir regelhaft aus mit dem Knochen aus dem Hüftkopf, der ja sonst entfernt wird und weggeworfen wird. Dann können wir Defekte auch mit Metall auffüllen. Man sieht hier mal so ein Defektmodell und es gibt viele, wie so ein Baukastenprinzip, verschiedene Titanprodukte, die man dann zusammensetzen kann und an die Defekte anpassen kann. Es gibt auch eine biologische Lösung, die ist hier gezeigt. Anstelle von Metall kann man auch versuchen, im Körper Knochen zu züchten. Hier Beispiel einer gelockerten Pfanne, die ins Becken gerutscht ist, wo hier viel Knochen fehlte. Und dann kann man hier Knochenmehl nehmen aus Hüftköpfen, von Hüftkopfspenden, die natürlich entsprechend durchuntersucht sind, dass keine Krankheiten vorliegen. Die Hüftköpfe werden sterilisiert und tiefgefroren und können dann als Knochenmehl unterfüttert werden hier und dann passiert Folgendes, der Körper baut dieses fremde Knochenmaterial um und baut daraus eigene Knochen auf, sodass wir häufig bei Wechseloperationen, wenn sowas nochmal gewechselt werden müsste, einen schon guten Boden wieder sehen, wo vorher keiner mehr war. Man züchtet also quasi den Knochen im eigenen Körper. Das liegt daran, wie ich das am Anfang schon sagte, dass der Knochen in ständigem Umbau begriffen ist und das passiert hier auch. Und dann kann man natürlich eine andere Lösung wählen, die mechanische, wenn man den Eindruck hat, dass das mit dem biologischen nicht geht oder die Defekte zu groß sind. Dann kann man auch hier, bei diesem, da war schon die vierte Pfanne, kann man diese eine Pfanne speziell herstellen lassen. Nach 3D-CT wird das dann genau hergestellt und dann werden diese Beckenteile aus Titan, hier mit der rauen Oberfläche nach innen mit den Löchern, wo die Schrauben durchgehen, alles schön am Computer vorher berechnet. Man muss dann natürlich bei der Operation genau dieses Teil genauso einbauen, wie es im CT auch gemeint war. Und das war bei den ersten Implantaten so vor 12, 13 Jahren erst etwas gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen weiß man, dass das passt. Und das funktioniert dann sehr gut. Das sind natürlich auch sehr teure Implantate, aber es besteht damit die Möglichkeit natürlich, eine Versorgung durchzuführen, die sonst nicht mehr durchführbar war. Ich weiß noch, bis Mitte der 90er Jahre gab es relativ viele Patienten noch, wo man diese Möglichkeiten nicht hatte. Dann hat man das einfach ohne Hüftgelenk gelassen, also sogenannte Goldstone-Situation, ist heute keine Option mehr. Kommen wir zum Fazit, zur modernen Endoprothetik. Die Versorgung ist auch bei schwierigen Gelenksituationen möglich. Das ist ganz klar, das geht, das habe ich hoffentlich gezeigt. Und eine Sache noch, die richtigen Prothesen zum richtigen Zeitpunkt von erfahrenen Operateuren einbauen lassen. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Ihnen einiges näher bringen können an Spezifitäten der Endoprothetik, was über das Normale hinausgeht. Vielen Dank.